Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon New Order. Wir sind hier auf der nächsten Route unterwegs. Wir haben nämlich eine topgeheime, wichtige, krasse Mission bekommen. Und jetzt gucken wir mal, wie das so wird. Ich bin übrigens jetzt Admin, falls ihr das nicht an meinem neuen schicken Haarschnitt erkannt habt. Richtig krass. Gucken wir mal. Ah, wie es so läuft. Und ich habe was bekommen für Mega-Entwicklung. Jetzt brauche ich nur noch einen Mega-Stein. Nun. Was war das? Was war das für eine Attacke? Ah. Was ist das Ding für ein Typ? Ich mache ihm gar nicht wirklich Schaden. Ich dachte, ich mache ihm guten Schaden, weil ich dachte, es ist ein Stein, aber es macht ihm irgendwie gar nicht so viel Schaden. Au. Brauch keine Salzkur, danke. Ah, Level Up, okay. Wie komme ich denn... Guck mal, er steht mit Absicht so, dass er mich abfangen kann. Das ist ja fies. So, ein Item. Oha. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwie an das Item da hinten ganz am Anfang der Route komme, wenn ich hier lang laufe. Hallihallo. Okay. Vogel gegen Vogel. Aber nur einer kann fliegen. Wow. Gute Attacke. Gut gemacht. Richtig stark. Was machen wir denn? Ich habe immer noch kein Feuer-Pokémon. Ungut. Ich hätte auch mit Flug drin bleiben können, wahrscheinlich. Egal. Oh. Doch nicht egal. Ich dachte, das macht wenigstens ein Drittel Schaden oder so. Ein Viertel ist natürlich sehr wenig. Immerhin ein Viertel. Man kriegt somit viermal durch. Das ist... Okay. Wann entwickelst du dich eigentlich das letzte Mal? Ich muss das mal nachgucken. Oder braucht das ein Item, um sich zu entwickeln das letzte Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich eins davon entwickelt habe. Mit einem Finsterstein. Ah, was macht das denn? Soll ich das direkt entwickeln? Einen Finsterstein habe ich ja. Habe ich schon wieder vergessen. Ich hatte das doch mal nachgeguckt. Ich weiß, dass ich nachgeguckt habe, aber erst als ich es nachgeguckt hatte, habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich nachgeguckt habe. Macht das Sinn? Wann macht es denn Sinn, das zu entwickeln? Kriegt das noch irgendwie krasse Attacken? Ich guck mal eben. Wartet mal eine Sekunde. Ich guck mal eben, wann das noch durch Level-Up Attacken lernt. Ha. Eisenschädel auf Level 38. Vielleicht warten wir bis dann und dann entwickle ich es weiter. Ja, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir warten bis Level 38 und dann entwickle ich es mit dem Stein weiter. Damit es auch richtig sinnvoll wird. Ja. Der Kampfvogel. Heute haben wir viele Vögel, gegen die ich kämpfe. Oh. Der 1-KP-Fluch. Oh. Das war ganz schön viel Schaden. Gut, dass der 1-KP-Fluch auch für mich gilt. Krieg das One-Hit weg? Ich meine, ich bin vierfach effektiv. Oh, es ist schneller. Sala. Das Lustige ist, ich habe nichts mehr, das irgendwie gut Schaden da dran macht. Also nichts Effektives. Wild, okay. Warum kann das noch keine Stahlattacke? Was soll das eigentlich? Crit. Fantastisch. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages von einem Kappels fertig gemacht werde? Ich jedenfalls nicht. Ha, fehlgeschlagen. So. Zumindest aufs Voltula schneller, das ist doch schon mal was. Ich glaube, ich krieg jetzt das Item. Ja. Ja. Okay. Ein Ampharos Need. Nun. Kann man machen, muss man aber auch nicht.
Mega Ampharos. Warum nicht Lucario? Warum muss der erste Megastein, den ich finde, einer von Ampharos sein? Was soll das? Ich meine, es kriegt schicke Haare. Ich hatte einen shiny Mega Ampharos, sein Name war Walter. Damals zu XY-Competitive-Zeiten. Ja. Wild war das. Ich möchte aber eigentlich kein neues Mega Ampharos, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss nicht sein. Wo ist denn mein Superschutz? Da. So. Wo muss ich denn überhaupt lang? Hier unten, oder? Nee. Hallo? Lasst mich auf Route 25 runter. Ich hätte da vorne wahrscheinlich noch woanders laufen können. Oder? 18 Superschutz, das reicht ja. Ah ja, stimmt. Ich kann hier einfach weiterlaufen. Okay. Muss wahrscheinlich nach unten. Route 28 ist sicher nicht richtig. Wo komme ich denn hin, wenn ich auf Route 28 weiterlaufe? Ich glaube nicht, dass ich zuerst nach unbenannter Ort muss. Oh, guck mal, die haben da Aprikoko-Plantagen oder so. Ich denke, ich muss zuerst nach unten. Was ist denn das hier noch? Steht nichts dran. Okay. Wie langweilig. Na gut, dann gehen wir wieder. Auf Wiedersehen. Ein Item. Aha. Oh, gratis Superschutz. Für die Schritte, die ich verschwendet habe, während ich den Superschutz gesucht habe, habe ich jetzt einen neuen Superschutz bekommen. Das ist super. Oh, das ist nicht super. Komm mal, ihr Azumarill. Groot, ich dachte irgendwie, da kommt was Krasseres. So ein Flammenblitz hatte ich jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber Glut ist natürlich auch legit. Gute Attacke. Kilowattrel. Oh. Okay. Er hat sehr viele Elementarvögel. Okay, wie dumm sieht denn die Animation von dem Vogel aus? Wow. Das bringt ja gar nichts. Walter ist nämlich jetzt so stark, der macht dich direkt weg. Wie viel fehlt denn noch? Ist das das? Ja, Level 37. Haben wir fast auf Level 38 hochgeschafft. Route 25. Chance von Regen exakt 40%. Gern geschehen, wissen. Die Wissenschaft, okay. Ich kann leider noch nicht surfen. Toll. Ich habe mit unnötigem Kreisrennen meinen Superschutz verbraucht. Jetzt fühle ich mich dumm. Okay. Rote Karte. Ah, nicht schlecht. Komme ich denn nach unten weiter? Oh. Münzamulett. Was kriege ich denn hier gerade für krasse Items die ganze Zeit? Hi. Den Link von mir und meinem Partner. Okay. Weg damit. Aha. Aha, es boostet sich. Finde ich nicht ganz so nett. Kann man auch mal nicht machen. Malamar. Okay, er hat viele wilde Pokémon dabei. Oh. Ich finde, die beiden passen auch irgendwie zusammen, die beiden Pokémon, die er da hat. Weiß nicht, die sind so Art von Pokémon, die kann ich gar nicht beschreiben, aber ich finde, die passen irgendwie sehr gut zusammen. So von der Art, vom Design her. Keine Ahnung. Hä, wie komme ich denn? Kann ich da nur hinsurfen? Oh, dich habe ich nicht gesehen. Wild. Überraschung, Schwarzgurt. So, das ist doch wohl ein One-Hit. Ja. Was ist verlinkt? Ach, du. Ja, mach dich bereit. Herzlichen Glückwunsch. Was soll denn das? Da
damit. Stahl ist härter. Nun, sehr passend, da ich ja ein Stahl-Pokémon eingesetzt habe. Das muss man ihm lassen auch. Oh. Bitte weiter einsetzen. Ja, was habe ich denn? Was macht denn Swiftwing? Habe ich gerade gesehen irgendwo. Ah, nur die Geschwindigkeit. Okay. Da komme ich ja gar nicht ran. Ich versuche in dieser Pfütze zu angeln. Warum? Warum? Kann man ihm irgendwie helfen? Ist alles okay bei ihm? Hat er das in der Pfütze gefangen? Wenn ja, dann ist das doch schon krass. Muss ich sagen. Also falls er das da rausgezogen hat, nicht schlecht. Laserfokus. Gecritted. Traurige Geschichte. Quillfish. Hat er das auch aus der Pfütze gezogen? Warum setze ich eigentlich Elektroweb ein? Das ist die falsche Attacke. Ich wollte Elektroball. Das heißt aber auch zu ähnlich. Naja. Ich finde es immer noch fies, dass ich an dieses eine Item nicht rankomme. Wo bin ich? Oh nein, was ist das? Ich bin verwirrt. Wo muss ich lang? Hä? Seltsam. Ich weiß immer nicht, was das Ding für ein Typ ist. Das ist Gestein? Nur Gestein? Was tut das da? Nee, auch nicht. Was ist das? Stealth Rock, toll. Mach's weg. Nee, es soll damit aufhören. Ach hey, es soll damit aufhören. Ich take down. Okay, tschüss. Bad. Einfach Elektro, das passt schon. Wenn etwas fliegt, dann holt man es aus der Luft. Toll, Darnstein. Oh, es ist ja noch nicht mehr entwickelt. Die entwickeln sich doch mit Freundschaft oder sowas, oder nicht? Traurig, dass sich das noch nicht entwickelt hat an der Stelle. Das sagt viel aus. Dagegen habe ich nichts. Elektroball. Auch das ist nicht entwickelt. Hä? Was ist seine Strategie? Ist da überall ein Evolit drauf oder sowas? Das ist ein Item. Das möchte ich. Ich kann nur nicht laufen. Carbon, okay. Bitte weiter, Dankeschön. Immer weiter. Was ist denn da hinten? Ach, nichts, toll. Oh. Bin ich nur für dieses Item? Ist es ein Lucario-Megastein? Ein Lucario-Need? Das wäre super. Fände ich gut. Kannst du eine Kampfattacke? Ich fürchte ja. Oh, ja. Ah, aber das... Ach so, das ist keine Kampfattacke. Okay. Ich habe ihn weggegrillt. Alles gut. Hätte echt gedacht, dass das eine Kampfattacke kann. Aber ihr Schlag ist normal. Ah nee, es ist... Ach nein, Quatsch, ich bin ja Flugkampf. Flugstahl, ich bin verwirrt, ich habe mich selbst verwirrt. Ich dachte, ah ja, ich bin ja Stahl, da muss ja Kampf effektiv sein, aber dadurch, dass ich Flug bin, wird das ja wieder ausgeglichen. Alles gut. Oh, cool, den habe ich auch. Aber größer. Ah oh, das war's. Du hast nicht Eisenschädel gelernt. Finde ich traurig. Finde ich sehr traurig. Okay. Aber das ist ein Level Up, oder? Nein, nein. Wie knapp. Okay, komm schon. Lucario Need. Gardevoir. Hab kein Gardevoir. Konnte man bisher irgendwo Trassler fangen? Ja, habe ich das nicht mitgekriegt. Okay,
Okay, wo geht's weiter? Geht's hier weiter? Ja, da geht's auch nach unten, okay. Guten Tag. Oh, du willst hier picknicken im Regen? Geil, Regenpicknick. Cool. Fühl ich. Es regnet. Na, immerhin sind seine Feuerattacken dadurch nicht wirklich stark. Oh. Haben die alle vergessen, ihre Pokémon zu entwickeln oder was ist da los? Warum sind da das alles unentwickelte Pokémon auf der Route hier? Ich bin so verwirrt. Na, da vorne haben wir noch einen Megastein. Nein, das ist bestimmt der Lucario-Nied. Nein. Die Route ist aber auch... Oh, fies. Die Route ist fies. Ja, das wollte ich zwar nicht sagen, aber es passt sehr gut zu dem, was ich empfinde. Was ist denn das schon wieder so verwinkelt? Ich bin nur für eine TM hierher gelaufen. Das ist ja schön. Oh, ich habe auch gar nichts gegen Drachen, ne? Also ich habe theoretisch was gegen Drachen, aber das weigert sich ja noch, eine Feenattacke zu lernen. Deswegen habe ich nichts gegen Drachen. Ja, sehr schön. Hallo. Fies. Autsch. Weg mit dir. Läuft gut, würde ich sagen. Was haben wir hier? Cosmic Power, okay. So Knuddler fände ich eigentlich auch ganz cool. Oh. Ein Dieb. Guten Tag, Herr Dieb. Ach nee, Herr von Team Trouble. Das ist nicht so das beste Match. Das geht auch besser. Oha. Komm her. Weg mit dir. Oh. Ah, immerhin Paralyse. Er kommt halt leider trotzdem durch. Oh, jetzt trifft er bestimmt 5-mal. Natürlich. Durch die Paralyse gekommen und dann gleich das ist 100-faches Glück. Golbert. Fies. Wir treten drauf. Wobei ich könnte auch einfach mein Wasser-Pokémon einsetzen. Die Attacken sind ja geboostet im Regen. Das ist krasser im Regen. Das ist ein Boden-Pokémon, also ist krass. Ein Wasser-Pokémon, also ist es im Regen krass. Oh. 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 Also, strong. Nicht schlecht. Oh, und er ist 3-mal durchgekommen mit seinem Walzer. Ich bin unglaublich beeindruckt an der Stelle. Das war nicht schlecht. Team Trouble Typ. TTT. Ich würde eigentlich gerne meine... Was ist das hier für ein Aufmarsch? Okay, ich heile. Ich habe gerade überlegt, ob ich meine Pokémon heile. Ob sich das lohnt. Und ich glaube, ja. Scheint mich ja keiner zu heilen. Die Route ist unendlich lang mit unendlich vielen Tränen. Schlimm. So, ich wechsle, glaube ich, mal auf Azumarill, dass das vorne ist. Ich brauche nämlich auch dringend noch ein paar Level. Was haben wir denn hier? Ah ja, guck mal. Immerhin habe ich hier schon mal das mini-kleine Stück hier runter geschafft. Das ist doch eine schöne Strecke schon. Hi. Kämpft ihr denn zusammen? Seid ihr ein Doppelkampf, aber ihr steht nicht nebeneinander? Das ist irritierend. Oh. Oh, das ist fein. Ein Nachtara und ein Psyana. Das ist cool. Er hat die Psychokinese auf das Azumarill eingesetzt. Das ist dumm. Nein. Oh, das hat nicht mal gereicht. Das ist wild. Okay. Ja, das war's dann mit Level von Azumarill. Azumarill ist irgendwie down gegangen. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, weil es macht keinen Sinn. Warum greift Psyana nicht das Pokémon an, gegen das es sehr effektiv ist? Ja, jetzt siehst du. Nun.
Was auch immer. Die Kraft der Liebe war nicht genug. Nein. Definitiv nicht. Tut mir leid. Mein ganzer Schutz, den ich mir hart erarbeitet habe. Was haben wir hier? Route 25 nach links und Liuka Hafen nach rechts. Ich glaube, das heißt Hafen. Gibt's da was zum Heilen? Schleichmission. Ich konnte davor hier nicht durch. Okay, das ist gut zu wissen. Gibt's denn hier was zum Heilen? Ah ja, das ist ein Mag das, so wird es auch ein Pokémon Center geben. Sehr gut. Wo auch immer ich bin. Wild. Hab ich das auf der Karte nicht gesehen? Dass da ein Ort ist oder zählt das nicht als Ort? Ach, ich bin hier unten. Ach, das ist ja wild. Okay, ich bin wo ganz anders, als ich gedacht hatte. Okay, nun. Gut, ich würde aber sagen, das war's erstmal mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zur nächsten wieder ein. Bis dann, macht es gut und Mirio.